Also was wir gleich sehen werden, sind drei Showcases. Der erste ist eine Videostreaming-Applikation, der sogenannte See-Through. Das vorausfahrende Fahrzeug, der weiße A4, wird uns das Videobild, das der Fahrer sieht, hier in das FPK streamen, in das Kombi-Instrument. Und wir sehen dann also quasi live, was dieses Fahrzeug sieht. Und wir könnten also durch alle vorausfahrenden Fahrzeuge hindurchsehen. Das könnte in Situationen vielleicht spannend sein, in denen es darum geht, abzuschätzen, ob da jetzt Gegenverkehr zu erwarten ist oder nicht. Die Technologie des Videostreamings kann auch in anderen Bereichen zukünftig relevant sein. Also hier sieht man es jetzt eben eingeblendet. Der zweite Showcase ist eine relativ klassische K2K-Anwendung, die Gefahrenbremsung. Das weiße Fahrzeug wird wieder bremsen und generiert dadurch eben eine Gefahrenmeldung für uns, auf die wir reagieren können, sofern sie für uns relevant ist. Und falls wir jetzt auf Basis unserer Eigenbewegung in dieses Fahrzeug fahren würden, hätten wir hier einen Warnhinweis anzeigen können, gekoppelt mit akustischer Meldung. Und das letzte, der letzte Showcase ist eine Fußgängerwarnung. Der Fußgänger, der da in sympathischem Rot an dem Zebrastreifen steht, möchte hier die Straße überqueren und ist mit einem IoT-Device ausgestattet, mit dem er uns ebenfalls mitteilen kann: Achtung, ich möchte die Straße überqueren, bitte überfahrt mich nicht. Diese Information können wir eben auch verwerten und anzeigen, sodass wir die Fahrer warnen. Oder im Zuge späterer automatisierten Fahrmanöver eben automatisch darauf generieren. Das ist aber nicht der Fokus, wir zeigen hier keine Funktionen an dieser Stelle, sondern es geht um die Technologie und was sie zu leisten imstande ist. Wir benutzen dafür direkt die Kommunikation. Wir haben da vorne auf dem anderen Auto, sieht man es vielleicht ganz gut, zwei Antennen auf dem Dach, die zwei dicken. Das sind 5,9 GHz. Wir machen das über das ITS-Band. Wir sind da mit der direkten Kommunikation unterwegs. Soll heißen, die Fahrzeuge gehen nicht über einen Funkmast oder über eine Basisstation, sondern die Informationen, die wir hier gerade angezeigt haben, die gingen direkt von einem Fahrzeug ins nächste. Und das Gute daran ist, dass diese Kommunikation immer ein Broadcast ist. Das heißt, sofern es ein Fahrzeug eben absetzt, können die anderen Fahrzeuge entscheiden, ist das was, was relevant ist für mich oder ist das was, was ich ignorieren kann. Und das bietet uns hier an der Stelle die K2K-Kommunikation.